Wenn ich das jetzt gewinne, dann bin ich der mit den höchsten Trophäenrekord aus den Munich Warriors. Oh, das würde ich so gerne machen. Komm, ein Sieg noch, haben wir einen neuen Trophäenrekord. Das ist echt krass, dass wir hier konstant über 9000 Zuschauer sind. Das verstehe ich nicht. Also sonst 6000? Das ist ja schon, 6000 Zuschauer ist ja auch unglaublich viel. Ich hab Ende März angefangen mit Stream. Und jetzt hier konstant über 9000 beim ganz normalen Stream. Also, warum seid ihr sogar 9200? Deutscher Streamer mit den meisten Zuschauern zurzeit. Das ist krass, Leute. Was sagt ihr denn dazu? Ja, ihr guckt mir jetzt hier einfach zu, aber... Was sagt ihr denn dazu? Jetzt findet man hier schon wieder kein Game. Wir spielen gegen Moritz aus Munich Chill. Spielt er gerade selber? Spielt er selber oder spielt er irgendein anderer auf seinem Account drauf? Das würde mich mal interessieren. Oh, ein Bowler! Gegen den Bowler haben wir jetzt noch gar... LOL, der buggt. Der Bowler buggt. Habt ihr das gesehen? Oh, ich glaube, er hat meinen Riesen etwas zu weit nach hinten gesetzt. Richtig genialer Eisgolem. Damit ziehen wir einfach mal seinen Mega-Minion komplett rüber. Was mir natürlich sehr gefällt. Feuerball und Bowler. Ja, der Knockback vom Feuerball war geil. Das gibt ein Wellplayed. Schafft ein Liter, aber einen Hit am Turm. Nee, gar kein Hit. Gar kein Hit. Krasser Eröffnungsmove. Jetzt ein Split-Push auf beiden Seiten. Habe ich bei diesem Giant-Bowler-Deck noch gar nicht gesehen. Gefällt mir aber sehr. Gefällt mir sehr. Oder noch die noch zusätzlich Pfeile dabei, aber ein Hit kriegen wir an den Turm raus. Wo jetzt sagen alle, der Stream laggt. Bei mir läuft ein konstanter Upload. Es laggt, gut, wenn es bei euch laggen sollte, dann einmal den Stream neu starten, das hilft meistens. Schöner defensiver Riese. Oh, wie wir da auch seinen Eisgeist abfangen. Sehr nice, auf jeden Fall. Der Bowler ist voll geil gegen uns. Meine Güte. Das muss man dem Bowler mal lassen, ne? Aber jetzt hat er keinen Bowler mehr. Oh, ganz offensiv jetzt einfach mal. Oh, das kann ein richtiger Flop gewesen sein. Oh, defensiver Riese macht er da. Richtig krankes Game. Richtig krankes Game. Der ist echt gut. Aber ich bin auch gar nicht so bekloppt gerade. Krass. Ich habe jetzt zwar nur mit Zaubern gefinisht. Mega gut gespielt, wirklich.
Aber die Züge davor, da waren ein paar von mir selber unerwartet ganz, ganz geile Eisgolems dabei. Auch stark teilweise den Bowler in seiner eigenen Hälfte gelassen mit defensiven Riesen. Ich weiß, wie es funktioniert in der Regel, aber ob man das dann in der Praxis hinkriegt, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Krasses Game. Krasses Game, aber auch sehr stark gespielt vom Gegner. Auch mit den Split-Push-Bowler und dann Giant-Mega-Minion, das war echt stark. Das war echt ein krasses Game. Das war das krasseste Game, was wir heute hatten. 29 Trophäen. Und damit haben wir einen neuen Trophäenrekord. 5191. Spielverlier. Einfach so habe ich das dann verloren. Und wenn man halt mega gut ist, dann macht man sowas nicht. Von der Theorie wissen, wie es funktioniert, ist die halbe Miete. Aber das dann konstant immer einzusetzen, ohne einen Fehler zu machen, ist dann die ganze Miete. So, ich warte jetzt, ich warte jetzt, ich warte jetzt. Jetzt fliegt ein Feuerball. Ich hoffe, wir treffen seine Fire Spirits. Nee, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal versucht. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich tue mich da sehr schwer. Ja, mein Mega Minion killt dort sein Mega Minion. Die Liebebahn überleben auf jeden Fall auch noch. Hat er ein Skelett haben wir oder so dabei? Nee, ne? Nee, dann hat er jetzt eh ein Problem. Schnell noch einen Ofen eingesetzt, damit wir das. Nee, er seppt, er seppt, er seppt, er seppt. Na gut. So, jetzt muss ich das hinkriegen. Ich muss meinen Feuerball so setzen, dass wir seine Spirits treffen. Schon wieder zu früh, ne? Nee! Was? Jetzt habe ich das Positioning verkackt oder was? Oh, genau das wollte ich doch machen. Oh nee. Jetzt wirft er sein Feuerball. Danke. Genau das habe ich gebraucht. Oh, dadurch können meine Elitebahn einfach durchflitzen. Es gibt einen Sepp. Treffen wir alle? Schöner Sepp. Wir haben alles getroffen. Zwei Elitebahnen am Turm. Das ist Damage. Mega Minion kriegt auch noch. Mega Minion, ja komm, ein Hit. Ein Hit, wieso nicht? Sehr schön. Sehr schön. Schönes Kampfholz. Musketier kriegt nur einen Hit raus. Und jetzt ist es zwar so ein bisschen dreckig, aber ich denke, dass wir jetzt einfach mit Zaubern. Ja, er wirft auch den. Ich wollte den Zauber selber werfen, aber ich wollte nicht so dreckig sein. Das hätte ich aber echt machen sollen. Das wäre das Beste gewesen. Aber jetzt hat er kein Feuerball mehr. Dann treffen wir ihn nicht. Na, das war jetzt aber ein eindeutiger Sieges zu, obwohl, nee, der hat er nochmal seine. Nee, doch, wir sind durch. Wir sind komplett durch. Ja. Na, ob wir das noch gewinnen? Glaubt ihr, wir können das gewinnen? Ja, ich glaube schon. Okay, das war wieder mal ein ganz krasses Game. Ich glaube, der Gegner hatte. Der hat jetzt gar nichts falsch gemacht. Der hat jetzt eigentlich nicht viel falsch gemacht. Gut, einige Mega Minions waren nicht so geil. Aber das haben wir jetzt einfach gewonnen, weil dieses Deck total OP ist. Und wir schaffen. Das ist jetzt aber neuer Trophäenrekord, ne? Ja, 5196. Wir hatten jetzt schon 5190, 5191, 5196. Wieso schaffen wir nicht die 5200? Ist doch gar nicht so schwer. Ich muss jetzt mal jetzt konzentrieren, ey. Was ist mit dem Deck und mit den Karten echt drin? Oh, gegen Lightspeed aus Synergy. Das sind aber auch Gegner. Die kennt man ja jeden. Ich kenne ja echt jeden, gegen den ich hier spiele. Finde ich aber ganz geil. Wollen wir Druck machen? Komm mal. Es muss mal wieder ein bisschen alles oder nichts sein. Komm, man muss auch mal was riskieren, oder nicht? Lightning? Mega Minion am Turm, ne? Schöner Sepp. Mega Minion kriegt noch einen weiteren Hit raus. Und noch einen!
Och Leute, gibt es was Geileres, als für so ein Risiko belohnt zu werden? Na, ja, Eisbude noch dazu, das war's. Der erste Zug geht an uns. Und zwar so richtig. Er schreibt Good Game Well Played. Er schreibt Good Game Well Played. Weil er genau weiß, dass das schwierig wird. Treffe ich seine Fire Spirits? Wieso treffe ich die denn nicht? Wieso? Andere Leute machen das immer mit mir. Ich krieg das gar nicht hin. So, Mega Man ist jetzt hier komplett gewastet. Na gut, er guckt da noch mit einem etwas merkwürdigen Lightning. Und ich hau direkt nochmal ein Holz gegen seine Spirits, damit der auch down ist. Jetzt ist das mega dreckig, wie wir hier spielen. Es ist jetzt echt gerade ekelhaft, aber der Turm ist schon down genug. Ja, wir haben am Anfang so viel Schaden gemacht. Das sind jetzt hier zwei Feuerbälle und ein Holz, und dann ist der Turm down. Ja, da setzt er aber auch seine Spear-Goblins an den Turm. Da ist natürlich ein Sepp selbstverständlich. Das hat er sich jetzt aber selber verkackt irgendwie. So, wir machen direkt Druck auf der anderen Seite. Oh Gott. Sieht jetzt nicht so genial aus. Ja, obwohl, die machen dann nochmal richtig schön Schaden. Mega Mania. Wir setzen den Golem-Spieler so unter Druck, dass er halt da gar nicht weiß, was abgeht. Haben wir sogar noch seinen zweiten Turm relativ low bekommen und er hat mit seinem Push da fast gar nichts hinbekommen. Das ist natürlich schon irgendwie krass. Aber er hat ja, das wissen wir, er hat ja sein Lightning. Aber das beenden wir, bevor es überhaupt zum Lightning kommt. Ja. Ganz eindeutige Nummer, oder? Das wär eher ein 2:0 geworden, als dass da irgendwas anderes passiert. Okay, das ist krass. Das Deck ist krass. Das ist so ein unglaublich starkes Deck. Das sind die 5200. 5224. Wie sieht's denn aus in den Monique Warriors? Oh, der Sensor, der ist aber auch hier. Der spielt auch so ein geiles Freestack. Respekt an den Sensor. Wir versuchen da mal noch ranzukommen. Das wäre natürlich geil. In den Monique Warriors Platz 1. Wie sieht's denn insgesamt aus in Deutschland? Du musst noch die Werbung für die Super Magical Chess machen. Ja, ich bin aber gerade irgendwie zu hyped, ey. Ich bin echt hier so am Zocken. Oh, nochmal gegen Nova Esports. Rieseneinheit ist nach ganz hinten. Oh, und der hat die Elixierpumpe. Ich werfe Feuerball für die Rotation. Wie ich es hasse, einfach so dämlichen Feuerball zu werfen. Der hat uns auch jetzt schon wieder komplett im Late Game, wird uns auch wieder zerstören. Oh, Eisgeist hat er auch. Oh, Eisgeist hat er total Bullshit gemacht. Habt ihr das gesehen, was Eisgeist da gemacht hat? Jetzt setzen wir ihn unter Druck. Komm, hab bitte keinen Hardcounter. Hab keinen Hardcounter. Oh, ein Feuerball. Ein Feuerball und ein Eisgolem. Das ist ein Hardcounter. Und ein Mega Minion. Nein, jetzt. Das war die Chance. Das war die Chance. Das war echt die Chance, Leute. Wir hatten die Chance und wir haben sie irgendwie vergeigt. Oder? Er hat da so doll die Elixierpumpe, ne? Ich habe richtig Bammeln. Ich habe ein ganz übles Gefühl bei der Sache. Er ist im... Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oh fuck! Wie kann man sich so verklicken? Oh, das wäre der Sieg! Nein! Missklick des Todes! Oh Gott. Oh Gott. Das kann nicht sein. Habt ihr das bitte gesehen? Oh fuck, mein Herz rast viel zu doll. Sowas darf nicht passieren.
Schöner Sepp auf jeden Fall. Riese am Turm. Elitobahn kommt dazu. Komm, oh Gott, wir gewinnen das trotzdem. Wir gewinnen das trotzdem. Zumindest den Turm haben wir. Oh, das sieht gut aus. Er hat jetzt ultra defensiv gespielt. Die ganze Zeit. Er hatte die ganze Zeit das bessere Late Game. Aber er ist nicht einmal ins Spiel reingekommen. Er kann jetzt noch einen Push starten, aber jetzt sind wir hier in der Defensive. Ich glaube nicht, dass er noch was gebacken kriegt. 30 Sekunden hat er noch. In 30 Sekunden kann man viel schaffen. Aber es sieht so aus, als hätte er aufgegeben. Ja, er hat aufgegeben. Boah, trotz diesen übertriebenen Missklick. Nova Esports gibt auf, kriegen 30 Trophäen. 5250. Oh, ich würd so gerne vor den Sensor. Ich würde so gehen vor ihn. So gerne. Wie sind denn so die Trophäenrekorde? Wie sind der von Andy? 5200. Oh, das wird auch krass. Stellt euch vor. Bin ich dann der krasseste aus den Monique Warriors? Vendetta 5252. Robel 5173. 5100. LOL! Wenn ich das jetzt gewinne, dann bin ich der mit den höchsten Trophäenrekord aus den Monique Warriors. Oh, das würde ich so gerne machen. Oh, wäre das geil. Oh, jetzt will ich gewinnen. Jetzt will ich richtig gewinnen. Scheiß auf Top 200 der Welt oder Top das und das in Deutschland. Da geht es um die Monique Warriors. Das ist eine clan-interne Sache. Das wäre krass. Oh Gott, ich hätte es auch einfach so lassen können, ne? Aber komm, wir hauen das Game rein. Ja, jetzt schreiben alle mal so aufhören, wenn es am schönsten ist und nimm den Trophäenrekord mit und das war's und sowas. Oh, ich will so gern gewinnen. Ich bin da so gierig. Jetzt schreit jemand, jetzt wird hart gefailt. Oh, scheiße, Leute, das ist so. Vor allen Dingen, das ist auch nicht einfach für mich. Ich bin hier vor über 8000 Zuschauern live. Ich bin nicht so ein guter Spieler. Das ist echt nervend aufreibend. Oh, komm schon, ich will das so gern gewinnen. Komm, gib mir mal irgendeinen. Oh Gott! 5325, wer ist das denn? Also, das ist so ein richtiger. Boah, ich glaube, es ist mal wieder Zeit, so richtig auf die Schnauze zu bekommen. So richtig für die Gier bestraft zu werden. So, wir treffen hier direkt das Musketier, damit das, wenn das Musketier kommt, dann hauen wir noch ein Holz hinterher. Oh, der hat eine Elixierpumpe. Wir gehen aggressiv. Oh, ist das unsicher? Hilfe! Ist das unsicher? Holz schon mal nicht schlecht. Oh mein Gott. Fuck, ich bin gleich einfach tot, Leute. Ich krieg einfach einen Herzinfarkt und bin tot. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist doch nicht das Ziel bei der Sache. Oh, ich krieg so eine Wellplate von dem Typen. Ich krieg einfach eine Wellplate von dem Beast geschickt. Er hat zwei Elixierpumpen. Oh, ich hab richtig Schiss. Der hat zwei Elixierpumpen, aber ich liege 1-0 vorn. Und der hat so viel Trophäen. Wenn er so viel Trophäen hat, dann weiß er, was er macht. Wir müssen nur noch verteidigen. Was hat er für ein Deck? Die drei Musketiere. Nein, 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 nein. Den Turm hat er. Den nächsten nehmen sie auch noch gleich mit. Was ist das denn für einer? Was, wo hat der so viel Elixier her? WTF? Was macht der? Was macht der mit uns? Alter, wie er einfach zwei Elixierpumpen hat, 1-0 hinten liegt und dann einfach mega zerstört. Was? Der ist zu gut. Der spielt in einer anderen Liga.
Einfach, der hat mir einfach gethreecrowned. Was hat er mit mir gemacht? Was hat er mit mir gemacht? Aber es ist auch mal, gut, so ganz übel mies auf die Schnauze zu bekommen, um so richtig schön in die Schranken gewiesen zu werden. Nächstes Game. Ein Packer? The fuck? Wieso ein Packer? Nein, jetzt, komm, jetzt hier keinen Shit. Gib mir jetzt hier mal keinen Bullshit. Lass mir einfach gewinnen und gut ist. Oh wei, das sieht gar nicht gut aus. Den Packer können wir noch ein bisschen distracten. Wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Er kommt da mit seinem Baby Dragon. Aber ich glaube... Na, Packer, mach mal einen Schritt zurück, Packer, bitte. Danke. Okay, wir liegen vom Schaden her vorn, aber der Typ hat das absolute Late Game auf seiner Seite. Der hat ein Late Game, und zwar ein ganz mieses. Packer Prince. Der wird unseren Riesen einfach nur zerstückeln, wenn wir es so weit kommen lassen. Oh Gott. Warum bin ich denn so aufgeregt? Ich wünschte, ich könnte einfach einfach ein bisschen chillen. Geht hier erstmal dieses Distract los. Also der Packer ist schon mal im Arsch, das war nicht schlecht. Den Charge nehmen wir ihn, bevor er den reinhaut. Und jetzt guckt euch mal an, was die Elite-Barbaren da machen. Sein Packer sah da ja auch ganz übel aus. Komm, ein Hit, Elite-Barbar. Nice, ein Hit am Turm, das ist wichtig. Und der Packer ist auch im Arsch. Das war nice. Es ist jetzt scheiße, da die Feuerbälle rüber zu schmeißen, aber ich mache das nicht, um Schaden an seinem Turm zu machen, sondern für die Rotation, weil wir sonst nichts anderes haben, ja. Jetzt kommt er auf die Idee, genau das gleiche zu tun. Oh Gott, der defensive Packer, wie er instant da war. Oh, Doppelcounter, ey. Komm, noch ein Hit. Nice. Oh mein Gott. Jetzt nur noch verteidigen. Es sagt sich so leicht. Oh. Also der Kite ist doch mal real, oder? Was sagt ihr dazu? Dann mal Hashtag Kite in den Chat. Was eine Defense, ey. Boah, also meine Güte. Da kann man sich... Oh, da kann man ruhig mal klatschen. Nee, das war lässiges Game. Also... Ich habe jetzt zwar keine Guards dabei oder keine Skelette oder eine Skelettarmee, um den Packer zu verteidigen, aber wenn man weiß, wie die Mechanik beim Kiten geht, das hat ganz gut funktioniert. Wir haben echt den Eisgolem und den Riesen dabei. Das ist gegen so einen Packer mega stark. Wieder 5250. Wir sind wieder in der gleichen Ausgangsposition. Aber ich will Erster aus den Monique Warriors sein. Komm schon, jetzt gib mir einen Sieg. Gib mir kein Beast. Gib mir mal einen Level 12er. Oder komm, gib mir gleich einen Level 10er. Gib mir einen Level 10er mit 3000 Trophäen. Oh Gott. 5284. Okay. Jetzt lass mich nur gewinnen. Komm, gib mir eine gute Starterhand. Oh Gott, nur Zauber. Ah, scheiße. Jetzt haben wir hier einfach direkt den Ofen. Das wäre doch so entspannt, ne? Die Mega Minion schalten sich schon mal gegenseitig aus. Nein, er kommt direkt mit einem offensiven Golem. Oh, wie krass war das denn? Wenn er jetzt noch einen Feuerball hat. Ne? Warum muss... Oh mein Gott! Das war so gut! Und er hat den Feuerball. Gott. Oh Gott. Können wir seinen Mega mit einem Zap killen? Nein, noch nicht mal das. Na gut, machen trotzdem Schaden. Also gut, das war schon mal... Er hat das Late Game auf seiner Seite. Und
Ja, okay, du setzt dann nochmal die Minions ein, ist in Ordnung. Er macht Schaden. So, okay, wir haben jetzt übelst kassiert am Anfang, er macht Schaden. Aber es ist keine Niederlage, es ist nicht gleich verloren mit dem ersten Zug, auch wenn das wieder richtig krass war. Ich finde das so geil hier zu zocken, die Leute sind so krass. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr direkt erkannt habt, was an diesem offensiven Golem so geil war. Aber das macht einfach mega Spaß, wenn man da auf alle kleinsten Details achtet. Am meisten macht es mir sowieso Spaß, wenn ich unabhängig von mir jetzt einfach zwei Spieler beim Zocken zuschaue. Das ist, finde ich, das Coolste. Wisst ihr, was ich meine? Einfach, ja, dass ich gar nicht spiele, sondern dass die zocken und ich mir das nur angucke. Gott, ein Bombenturm. Ich mach mal einen Bergturm mit den Elitebarbaren. Starker Sepp vom Gegner. Sehr stark. Elitebarbaren könnten es schaffen, da ein bisschen Damage am linken Turm zu verursachen. Ja, das ist nicht ein bisschen Damage. Das ist gut. Das ist gut. 2025 HP. Jetzt werden wir also eher auf den linken Turm gehen. Oh, jetzt kommt er mit seinem... Jetzt kommt er wieder da mit seinem Golem. Und er hat so einen mega krassen Push. Ich setze jetzt hier mal nur... das Golem Mega Minion ein, um Druck zu machen. Ach komm, jetzt hau ich einfach mal alles rein. Vielleicht ist das die Antwort. Ne, der hat ja einen Bombenturm, ne? Das kann niemals die Antwort sein. Nee. Na, der Feuerball war gar nicht so schlecht. Noch schnell in den Ofen? Ja, komm. Komm. Es ist in Ordnung wieder. Er kommt mit dem nächsten. Alter, ich bin so am Ende, ich kann nicht mehr. Ich freue mich jetzt zwar, dass ich das Ding gewonnen habe, aber mein Herz, das ist zu krass, Leute. Das ist doch verrückt. Ich kann hier doch nicht jeden Abend mehrere Stunden sitzen, mir fünf Kaffees reinpfeifen, vor 8.500 Zuschauern hier zocken und dann hier so eine Leistung erbringen. Das ist doch... Nee, das war das letzte Game mit dem Diablo-Account für heute. Ich bin im Arsch, Leute. Ich bin wirklich im Arsch. Alter. Hier, Max ist richtig am Struggeln. Oh Gott. Lol, durch diesen einen Sieg sind jetzt die Monique Warriors auf Platz 9. Platz 9 am Ende der Season global. Weltweit, ein ausschließlich deutscher Clan weltweit auf Platz 9. Das ist heftig. Richtig krass. So ein geiler Clan. So, wir wechseln auf meinen Trimax-Account. Damit sind wir aber Platz 1 in den Monique Warriors. Leute, ganz ehrlich, ich bin gar nicht so ein guter Spieler, okay? Das vergessen viele hier. Das vergessen sehr viele. Ich habe ein gutes Spielverständnis im Game. Ich muss mir das andere iPad mal holen. Aber ich mache so viele Fehler beim Zocken auch, ne? Das ist wirklich nicht normal, dass das jetzt hier so gut geklappt hat. Wirklich, Leute. Man kann noch mehr haben, klar. Es gibt Leute, die haben 5500 Trophäen. Aber das sind so wieder eine Typ, der mich da richtig nass gemacht hat. Die spielen dann einfach in einer anderen Liga. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig, was da teilweise abgeht.